Guten Tag, liebe Freunde. Gestern schrieb mein Kollege Ben Filter auf Twitter: Ich war heute in Cottbus und der Mordversuch ist Stadtgespräch. Hier gewöhnt sich niemand an die importierte Gewalt. Was ist passiert? Am Mittwoch, dem 9. September, stach ein Mann aus Pakistan unvermittelt einem 19-jährigen Auszubildenden aus Cottbus ein Küchenmesser in den Rücken. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen versuchten Mordes. Wie die BZ berichtet, saß der Cottbusser gegen 5.40 Uhr in einem Wagen der Straßenbahnlinie 4, als ein mit einem schwarzen Turban vermummter Mann mit einem Küchenmesser in der Hand hinter ihm auftauchte und ihm unvermittelt das Messer in den Rücken rammte. Und als wäre nichts passiert, lief der Täter dann danach durch den Zug und beim Aussteigen lachte er nach Angaben des Tramfahrers und von Zeugen laut. Noch mit dem Messer im Rücken ging das Opfer zum Tramfahrer. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen in das Karl Thiem Klinikum, wo er notoperiert wurde. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr, Gott sei Dank. Der Polizei gelang es, den Täter festzunehmen. Laut BZ handelt es sich um den 28-jährigen Abdul Salam R aus dem Südwesten Pakistans. Dieser Mann war wegen Körperverletzung, Bedrohung und Einbruchsdiebstahl bereits polizeibekannt. Der Tat ist kein Streit vorausgegangen, Täter und Opfer waren sich zuvor noch nie begegnet. Abdul Salam er gestand, er habe einen Menschen verletzen oder töten wollen, um sich einen weiteren Verbleib in Deutschland zu sichern. Seine Aufenthaltserlaubnis sei gerade abgelaufen. Es ist unfassbar und gleich mehr dazu. Aber zuvor erinnern wir uns noch an das Verbrechen von vor drei Wochen auf der A100 in Berlin. Auf welt.de lesen wir dazu am 22. August. Diese Woche beging ein 30-jähriger Iraker einen Terroranschlag in Berlin. Als Tatwaffe verwendete er sein Auto. Der Amokfahrer fuhr zunächst einen Motorrollerfahrer um, wenig später einen Motorradfahrer, dessen Maschine unter dem Auto festgeklemmt wurde. Beide Unfallopfer erlitten schwerste Verletzungen. Der Motorrollerfahrer musste reanimiert werden, wie die Berliner Morgenpost erfuhr. Handelt es sich bei ihm um einen Feuerwehrmann, der sich nach Dienstschluss auf dem Weg nach Hause befand. Unter den Unfallopfern befindet sich laut dem Bericht auch eine Familie. Am Tatort rief der Vorbestrafte Alau Akbar und drohte damit, alle Menschen zu ermorden. Eigentlich sollte der Mann gar nicht in Deutschland sein, sondern längst im Irak. Sein Asylantrag wurde bereits vor längerer Zeit abgelehnt, Zitat Ende aus der Welt. Ermittler vermuten islamistisches Motiv bei A100-Kollisionen, schrieb dazu der RBB, und gab einen lehrreichen Einblick in seine Manipulationsmaschinerie, in seine Framing-Schmiede. Vergleichen wir nur einmal die Wortwahl beim Sturm auf den Reichstag am 29.08. mit den Kollisionen auf der Autobahn am 19.08. Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag kommt der Tatverdächtige auch hier wieder, was für eine Begriffsverirrung, wenn der Täter am Tatort gestellt wird, die Tat eingesteht und weitere Drohungen ausspricht. Also kommt der Tatverdächtige in die Psychiatrie, Zitat Ende, aus dem RBB. Die Verbrechen von Berlin und Cottbus wurden von Ausländern verübt, die nicht im Lande sein dürften, ginge es mit rechten Dingen zu. Von Ausländern, die uns Einheimische verachten. Und die keine Bedenken haben, diejenigen anzugreifen und auch zu töten, bei denen sie vorgeblich Schutz suchen. Der Pakistani lachte nach der Tat, der Iraker drohte mit weiteren Morden. Aber es gibt auch wichtige Unterschiede. Der Täter von Berlin könnte ein Psychopath sein. Der Täter von Cottbus hat mit kaltschnäuziger Berechnung gehandelt. Er weiß, dass wirkliche Verbrechen, nicht Propagandadelikte, hierzulande weit milder geahndet werden als in seinem Heimatland. Er setzt darauf, dass er in Deutschland bleiben kann, weil die ihm zu Hause drohende Strafe hierzulande als Angriff auf seine Menschenwürde gedeutet wird und er hat gute Chancen, dass seine Rechnung aufgeht. Was für eine Perversität, was für ein Irrsinn, denn ein Land, das Verbrechen belohnt und das Verbrecher anlockt, muss unweigerlich zerfallen. Der Chefredakteur der Welt am Sonntag, Johannes Boyer, kommentiert am 22.08. Ich habe mich über die Routine gewundert, mit der der Anschlag von Berlin hingenommen wurde. Die Rückkehr zur Tagesordnung musste nicht gefordert werden, weil dieselbe gar nicht unterbrochen wurde. Zitat Ende. Freunde, aber Cottbus ist nicht Berlin und das werden auch der Brandenburger Innenminister Stübgen und sein Versichef Müller nicht ändern. Cottbus ist nicht Berlin. Wir in Südbrandenburg gewöhnen uns nicht an die importierte Gewalt. Und wir haben nicht vergessen, dass Mordattacken nur die Spitze alltäglicher Gewalt und Gewaltandrohung sind, die es in die Berichterstattung schaffen und doch sind selbst sie in Cottbus längst keine Einzelfälle mehr. Erst im Juni wurde einem Mann aus einer Gruppe arabischstämmiger Männer und Frauen fünf Messerstiche in den Oberkörper zugefügt. In der Silvesternacht wurde ein Einheimischer mit mehreren Stichen in den Rücken verletzt und im Januar 2018 zerschnitten Syrer einem Cottbusser Schüler das Gesicht und bedrohten ein Ehepaar, wobei sie eine Respektbekundung von der Frau verlangten. Es kann jeden treffen. Und daran gewöhnen wir uns nicht. Und darum demonstrieren wir am kommenden Montag wieder mit Pegida in Dresden und am kommenden Dienstag vor dem Blechenkarree in Cottbus, wo mein Kollege Lars Schieske eine Protestkundgebung angemeldet hat. Wir wünschen dem Opfer Ralf eine vollständige Genesung und wir sagen laut, wir sind nicht bereit, die Versuchskaninchen eines verantwortungslosen Gesellschaftsexperiments zu werden.